Tja, guten Abend. German Angst ist ja jetzt in aller Munde, ne? Warum? Wir gehen mal gleich auf den Grund ein. Aber eins bitte. Nicht gleich das Sehen und gleich wieder losschreiben, ich lösche solche Vögel, die ohne zuzuhören irgendwelchen Scheiß reinschreiben und irgendwelchen Mist loswerden müssen, so wie Narrenhände beschmieren Tisch und Winde. Das war früher schon so. Und wenn es geht, natürlich anonym, ne, und ihren Ärger loswerden oder sowas. Das ist hier nicht Sinn des Kanals. Noch ein Wort vorweg, weil das immer wieder kritisiert wird. Und um den wahren Lehrern die Ehre zu geben, es gibt sie noch. Und ich kenne viele Kollegen, die ihren Beruf als Berufung ansehen. Und schon allein darum sehr gut mit den Kindern zurechtkommen und ihnen auch etwas beibringen. Aber ich habe auch erlebt, dass diese Kollegen langsam in den Schulen aussterben, wenn sie nicht schon herausgebissen wurden. Ja, ein weiterer Teil des Buches. IQ ist nichts, Unbildung alles, der sich jetzt mit der Angstmache beschäftigt. Lehnt euch zurück. Ich musste das aber vorher wirklich nochmal loswerden, weil ganz so schlimm, dass es die gar nicht mehr gibt, diese Lehrer, ist es wirklich nicht. Gut, zur Angstmache. Warum Angstmache wirkt. Um mir Tipparbeit zu ersparen, zitiere ich nun doch. Wenn man das Wort Angst bei Google eingibt, erscheint sofort das Folgende aus Wikipedia. Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen, etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Man muss diesen Wikipedia-Artikel nicht unbedingt widersprechen. Wir wissen alle, ja, Wikipedia, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, ne? Ich werde auch übrigens einige, ich sag mal gerne, Kotzwörter dazu nicht mehr gebrauchen und dafür machen, weil es gibt ja auch eine Erkennung. Na gut. Angst vor Verlust der körperlichen Unversehrtheit, mehr noch vor Beschädigung der Selbstachtung oder des Selbstbildes, deutet wieder auf Ansehensverlust hin. Aha. Liebe Leute, lehnt euch zurück. Ich lese das jetzt alles nur einfach vor und kommentieren könnt ihr es später. Einfach cool bleiben, zurücklehnen. Aber nehmen wir den letzten Satz auseinander. Erwartete Bedrohungen hat es in sich. Zu den Bedrohungen, vor allem zum Wort erwartete. Erwarten kann man nur etwas, was in der Zukunft liegt, also noch nicht passiert. Das gilt auch für das Warten. Wenn ich warte, dann harre ich so lange aus, bis das Ereignis, welches ich voraussehe, passiert. Ich bin mir aber schon sicher, dass das Ereignis eintreten wird und weiß schon ziemlich genau den Zeitpunkt. Wenn ich erwarte, ist es ähnlich, das Ereignis selbst betreffend, aber ich bin mir des Zeitpunkts nicht so sicher wie beim Warten. Wie auch immer, erwarte ich eine Bedrohung, also eine Folge aus derzeitigen oder vergangenen Geschehnissen. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Was ist, wenn die Geschehnisse gar keine sind? Dann treten die Folgen auch nicht ein. Ganz einfach. Man muss nicht sofort die Lüge bemühen, um es einleuchtend zu machen, was gemeint ist. Untersuchen wir weiter. Jemandem Angst zu machen, beinhaltet eine sogenannte Wenn-Dann-Gleichung. Vielleicht sagte Ihre Oma auch immer das, was meine tat, wenn ich absichtlich schielte. Junge, lass das. Wenn die Uhr schlägt, dann bleiben deine Augen so stehen. Ich sah dann auf die Uhr und entgegnete lachend, dann habe ich ja noch 10 Minuten Zeit. Und ich schielte weiter, meist noch schlimmer, so dass sich meine Oma kopfschüttelnd abwandte. Später wartete ich auf den Gong der alten, ehrwürdigen Wanduhr und schielte, dass mir die Augen wehtaten. Nichts. Oma hatte noch mehr solcher Weisheiten auf Lager, zum Beispiel, die Russen haben längeren Darm. Oder Eskimos haben keine Backenzähne.
So etwas sagte sie mit so viel Überzeugung in ihrer Stimme, dass sie nicht widersprach. Auf solche Weisheiten und deren Überzeugungskraft werde ich noch zu sprechen kommen. Zurück zur Wenn-Dann-Gleichung. Der erste Teil, das Wenn, ist die notwendige Bedingung für die Folge, also das Dann. Das klingt so logisch, dass man es als Ungeübter nicht anzweifeln mag. Beide, das Wenn und das Dann, können aber falsch sein oder und auch gar keine Gleichung bilden, also gar nicht miteinander verknüpft sein. Nehmen wir das Beispiel des Schielens und es liegt auf der Hand. Die Uhr schlägt selten genug oder gar nicht, wenn sie kaputt ist. Die Uhr kann falsch gehen und so weiter. Das Wenn ist schon mal falsch. Da Augen normalerweise nur stehen bleiben, wenn man gestorben ist, entfällt auch dieses Risiko. Damit ist das Dann auch zerstört. Jetzt wieder ein aufgeschnappter Spruch einer anderen Oma, welche die Absurdität solcher Wenn-Dann-Beziehungen deutlich macht. Mir juckt der Arsch, der Quark wird teurer. Übersetzt könnte der Spruch so lauten, wenn mir der Arsch juckt, dann wird der Quark teurer. Für Ihre nächste Diskussion. Wenn Ihnen gegenüber, lieber Leser, jemand mit einer Wenn-Dann-Gleichung im Gespräch daherkommt, untersuchen Sie sofort das Wenn, das Dann und die Gleichung auf Ihre Wahrheitsgehalte. Wenn Sie nur einen Fehler finden, ist alles Blödsinn. Nicht nur für die Diskussion. Es ist im täglichen Leben auch so anwendbar. Gibt es nur einen Fehler in der Gleichung, stimmt die Gleichung nicht. Es gilt aber auch im anderen Fall. Wenn Sie jemanden drohen wollen, auf dass der jemand etwas unterlässt, was irgendeinen Schaden herbeiführen wird, sollten Sie keine leeren Drohungen aussprechen. Ihre Wenn-Dann-Gleichung muss stimmen, damit der andere nicht lacht. Ein Schulfreund pflegte immer auf Drohungen, ich knalle gleich eine, so zu reagieren, muss ich dann dabei sein? Er konnte es sich leisten. Nun zur Bedrohung und der Angstmacherei. Auch hier ist es eine Wenn-Dann-Gleichung. Beispielsweise klingt sie so. Wenn wir uns mit anstecken, dann werden wir sehr, sehr krank und sterben sogar. Ich bezweifelte das Vorhandensein von Viren nie an. Es gibt die Viren laut Doktor. Das ist allerdings kein schlechtes Wort, ne? Schon ewig und seit über 60 Jahren sind sie der Wissenschaft bekannt. Dass nur ein neuer Name für die altbekannte Erkältung oder auch für die Grippe ist. Die Grippe ist ja ausgestorben. Lassen wir beiseite und das andere nur ablenkende Theater. Infektion, die keine ist, Pandemie, die ihren Namen auch nicht verdient und so weiter. Auch. Wenn wir uns mit anstecken, setzt voraus, dass wir uns anstecken. Wie in Zeiten aller Erkältungen sind wir gewohnt vorsichtig, aber nicht übertrieben. Bei Erkältungswellen trugen wir früher auch keine Masken. Warum dann heute? Gut, nehmen wir an, wir hätten uns wirklich mit angesteckt. Nehmen wir uns das dann vor. Also sollten wir zumindest sehr, sehr krank werden. Wo sind dann aber die vielen, vielen vorhergesagten Kranken? Der offizielle Krankenstand gibt diese Folge gar nicht her. Nebenbei, in einer Epidemie oder Pandemie liegen die Kranken nur so herum. Und wenn so lebensgefährlich wäre, wie man es uns weismachen will, müssten nach Definition Massengräber ausgehoben werden. Das Gegenteil war im Juni 20 der Fall. Die Bestatter mussten Kurzarbeit anmelden, berichtete sogar die Journalie. Weil die positiv Getesteten keine oder nur schwache Symptome zeigten, also nicht oder nur etwas krank wurden, und weil niemand persönlich einen Toten kennt, besser kannte, ist das dann auch nicht mehr gültig. Der Zusammenhang, also die Gleichung, wurde von der Politik selbst zerstört. Man sprach, weil die Zweifler schon zu laut darauf hingewiesen hatten, plötzlich nur noch von an oder mit Gestorbenen. Warum fällt diese einfache Logik nur relativ wenigen Leuten auf, fragte ich mich immer wieder, wenn ich Leute mit Maske gar in ihren Autos sitzen sah. Und warum haben fast alle Leute diese Angst? Meine, wohlgemerkt, meine Antwort ist zwingend, sehr einfach, aber sehr brutal. Weil rund 90% aller Menschen ungebildet sind.
Wie ich zu dieser Erkenntnis gelangen konnte, musste ich sehr viel lesen, viele Statistiken auswerten, viele Fakten zusammentragen. Immer und immer wieder überprüfte ich diese Antwort, komme aber zu keinem anderen Ergebnis. Die Masse wurde absichtlich verblödet, wurde stumpfsinnig gemacht. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz was einfügen, weil ja viele denken, Mensch, der ist doch immer so gebildet und der ist ein Akademiker. Ja, erstens, studiert heißt nur, studieren heißt sich bemühen. Studiere, ne? Sich bemühen. Ja, manchmal ist die Mühe vergebens. Und was die heutige Bildung angeht, naja. Weiter. Und wir sind gleich am Ende. Stumpfsinnig ist ein treffenderer Ausdruck. Blöd ist auch treffend, klingt aber nach dumm. Dumm sind die Menschen nicht. Sie haben nur eben aufgrund der Unbildung ihre gesunden Sinne verloren. Ein stumpfer Sinn erkennt noch etwas, aber bei weitem nicht mehr so viel wie ein wacher oder gar geschärfter Sinn. Wie man jemanden verblödet. Die Frage lautet mit anderem Ausdruck, wie macht man Menschen stumpfsinnig? Das funktioniert nicht einfach mittels Falschinformationen. Die könnten auffliegen. Es ist viel einfacher. So, ich lasse es euch aber jetzt, ich lasse es jetzt genug sein. Es sind 11 Minuten 22. Leute, ich sage nur, macht was. Mir geht es immer nur um Bildung. Also wirklich, Bildung, 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 damit wir aus diesem Blödsinn rauskommen. Und damit auch die Leute wieder normaler werden und damit sie uns nicht noch wieder was aufdrängeln können. Und nicht wieder, worüber die ganze Welt lacht, die German Angst produzieren. Na dann, also, macht was, aber macht's gut. Habt einen schönen Restabend, eine gute Nacht. Schlaft schön. Bis dann.